Martin Luther 2.0. Botschaften mit Jesus Christus im Zentrum. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich herausgesucht habe für diesen Gottesdienst als Predigttext, ist nur ein einziger Vers. Er steht im Psalm 44, wir wollen hören auf den Vers 24. Wach auf! Warum schläfst du, Herr? Erwache! Verwirf nicht für immer. Ich lese den Vers noch einmal. Wach auf! Warum schläfst du, Herr? Erwache! Verwirf nicht für immer. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen für dieses kurze, knappe Wort, das die Söhne Korachs ausgerufen haben, Herr, das heute Morgen der Predigttext ist. Und wir wollen dich bitten, wenn wir jetzt die Predigt über diesen Vers hören, dass du zu uns sprichst, in unsere Situation, zu unserem Glauben, da wo wir jetzt sind. Damit das geschieht, Herr, dass wir deine Stimme vernehmen für unseren Glauben, für unser Leben. Dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in so einem kleineren Boot unterwegs gewesen ist, so am Fluss oder auf einem See oder vielleicht auch an der Ost- oder Nordsee. Und wenn man dann so eine Weile gefahren ist und macht Halt und ankert. Und dann wirft man den Anker heraus, der da befestigt ist an einem Seil und der sinkt dann herab. Und dann ist das manchmal so, dann geht er erstmal eine ganze Weile noch über den Boden. Wenn das so ein sandiger Boden ist, dann verlangsamt das Bötlein nur ganz langsam so seine Fahrt und man wird schnell langsamer, bis man dann steht, bis man dann zum Stillstand gekommen ist. Was passiert bei diesem Ankern auch manchmal? Man wirft den Anker aus und dann ist da irgendwie ein Baum unter Wasser oder ein großer Stein und der Anker zieht nur so ein ganz bisschen und dann verhakt er sich sofort. Mit einem Mal ganz abrupt bleibt das Boot stehen und bewegt sich gar nicht mehr weiter. Es wird nicht langsam abgebremst, sondern mit einem Mal ist man dann zum Stillstand gekommen. Mir hat vor vielen, vielen Jahrzehnten ein alter Bruder noch im Wittgensteiner erzählt, dass man bei der Bibellese sich so verhalten solle wie beim Ankern. Man müsse quasi den Anker auswerfen, wenn man die Bibel liest, und dann müsse man sich so ein bisschen treiben lassen. Und da, wo man auf einmal richtig den Ruck kriegt, da müsse man stehen bleiben bei so einem Bibeltext. Und da müsse man sich weiter mit beschäftigen. Also es gibt sicherlich viele andere Ratschläge zum Bibellesen, aber das ist kein schlechter Ratgeber, so beim Bibellesen den Anker auszuwerfen und da sich nochmal festzumachen, wo man es dann zum Haken bekommt. Ich mache das immer wieder. Ich habe ja auch so meine tägliche Bibellese, wo ich meine 2 oder 3 Kapitel am Tag lese. Und manches Mal liest man das runter, man versteht das, aber man macht einfach weiter, nicht weil das schlechte Verse werden, es ist einfach so, es spricht einen Moment nicht an. Und dann geschieht manchmal genau das, wie eben beim Ankern, man liest so etwas runter und auf einmal, baff, bleibt man so richtig hängen, weil man es nicht versteht oder weil es einem genau passt in die Situation, wo man merkt, das ist ja das, was mich momentan betrifft. Oder wo man sich ertappt fühlt, wo man sagt, ja, da legt der Herr genau den Finger in meine Wunde. Und genau so ein Vers haben wir jetzt vor uns. Also als ich den Psalm 44 vor einiger Zeit gelesen habe, hat er genau bei dem Vers 24 eingehakt. Das war so ein richtiges Ankern, wo ich hängen geblieben bin. Also ganz unterschiedlichen Punkten. Und das habe ich Ihnen heute Morgen mitgebracht. Ich möchte Ihnen zeigen, wo bei mir so der geistliche Anker festgemacht hat und wo ich dann zum Stillstand gekommen bin und über diesen Predigtvers dann nachgedacht habe. Und so habe ich dann auch die Predigt überschrieben, ein hakender Psalmvers. Und es sind 4 Dinge, die ich Ihnen und euch heute Morgen sagen möchte, aus und von diesem hakenden Psalmvers. Ich möchte erstens darüber sprechen, über die Unverschämtheit dieses Verses. Zweitens über die Schrecklichkeit dieses Verses.
drittens über die Schönheit des Verses und viertens über die Reziprozität dieses Verses. Das Erste, die Unverschämtheit des Verses, das ist das, was mich als Erstes gepackt hat, wo ich gedacht habe, so kann man doch nicht mit dem lebendigen Gott sprechen. Was nehmen sich die Söhne Korachs hier raus? Wach auf! Warum schläfst du, Herr? Erwache! Also, so reden wir Eltern vielleicht so mit den 15-, 16-Jährigen halt, die da in den Sommerferien dann einfach nicht hochkommen wollen und um 1 Uhr immer noch in der Kiste liegen. So spricht vielleicht auch ein Lehrer in der Schule zum Schüler, der da so verträumt liegt und so schon halb den Kopf dann auf der im Schultisch liegen hat. Vielleicht spricht auch bei der Bundeswehr so ein Feldwebel dann zu so einem Schützen, der dazugekommen ist, der irgendwie nach der Nachtübung droht einzuschlafen. Das mag ja sein, aber so spricht nicht der 15-Jährige zu den Eltern. Das wäre eine Unverschämtheit. Wenn der Vater von der Nachtschicht kommt und der Sohn dann vor der Tür brüllt, wach auf, Vater, steh auf. So spricht auch nicht der Schüler mit dem Lehrer, wenn der vielleicht nicht so gut geschlafen hat, sich das Gähnen mal nicht verkneifen kann, dass dann der Schüler sagt, wachen Sie mal auf, Herr Lehrer, halt nicht, erwachen Sie mal. Oder bei der Bundeswehr, dass sich da der Rekrut vor den Feldwebel stellen würde, und wachen Sie mal auf, dann werden Sie mal wachen und machen Sie uns mal richtig hier frisch. Das gehört hier nicht, das wäre undenkbar, das wäre eine Unverschämtheit, aber erst recht ist das eine Unverschämtheit, dass das Geschöpf hier so zum Schöpfer spricht. Die Söhne Korachs sagen hier in einer für mich zunächst einmal unverschämten Weise, wach auf! Imperativ zweite Person Singular, Befehlsform. Warum schläfst du? Eine Anklage. Ist eingepennt, der lebendige Gott. Erwache halt. Das gehört sich nicht. Das ist eine tiefe Beleidigung. Wir haben es eben gehört in dem Psalm 121. Gott schläft und schlummert nicht. Dass ein Gott schläft, ist eine furchtbare Herabsetzung. Wir kennen diese großartige, aber auch sehr blutige Geschichte aus 1. Könige 18, wo da das Gottesurteil auf dem Karmel ist, wo Elia gegen die 450 Baalpriester steht. Dann soll geschaut werden vor den Augen Israels, was denn der lebendige Gott ist, wer wirklich Gott ist. Da wird ein Gotteszeichen erbeten. Da werden 2 Stiere zum Opfer gebracht. Und als Erstes sollen die Baalspriester schauen, was ihr Gott tut. Sie machen ein großes Feuer, bringen da den Stier hin. So erwarten sie, dass eben ihr Gott Feuer macht. Und sie tanzen um diesen Stier rum. Es ist eine wahnsinnige Zeremonie. Sie ritzen sich und es kommt Blut. Und sie beten, Baal, lass diesen Stier in Feuer aufgehen. Es passiert nichts. Das ist keine Antwort, heißt es immer wieder in der Bibel. Es ist keine Antwort, keine Stimme. Und Elia steht daneben, neben diesen 450 Baalspriestern. Ihr müsst lauter schreien. Ihr müsst lauter schreien, sagt er. Euer Gott ist vielleicht unterwegs auf dem Land, oder? Und dann kommt dieses Verhöhnende. Vielleicht schläft euer Gott ja. So verhöhnt der Prophet Baal und die Baalspriester. Als er dann betet, dann fällt das Feuer vom Himmel, weil Elia einen Gott hat, der eben nicht schläft, der Existenz ist, der keine tote Götze ist. Elia verhöhnt den Gott der Baalspriester, sein Gott, der schläft. Und jetzt sind hier die Söhne Korachs und die fragen in diesem Psalm, warum schläfst du, Herr? Eine Unverschämtheit. Nochmal, Gott schläft und schlummert nicht. Das kriegen unsere Konfirmanden, indem sie den Psalm 121 auswendig lernen, erklärt. Darauf könnt ihr euch verlassen, in jeder Lebenslage. Gott schläft nicht. Der Ewige enttäuscht nicht. Der Dreieinige verlässt die Seinen nicht. Der Allmächtige betrügt nicht. Der Herr schläft nicht. Als Luther diesen Psalm auslegt, da sagt er, hier wird nicht gezeigt, wie Gott ist, sondern wie wir ihn manchmal empfinden. Und ja, das kommt manchmal vor im Leben, dass man denkt, empfindet, fühlt, jetzt ist Gott nicht da. Jetzt bin ich ganz alleine. Er schweigt. Aber so ist Gott nicht. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns
in dem, was wir von Gott denken und wie wir an ihn glauben, nicht auf unsere Gefühle verlassen, sondern auf das, was uns das Wort sagt. Und das Wort sagt uns, er schläft nicht, er ist immer da. Und vielleicht sind ja heute Morgen Geschwister hier oder Geschwister zugeschaltet, die momentan auch so eine Empfindung haben wie die Söhne Korachs, genau in der Situation, die Furchtbares durchmachen, schon so lange beten und das Gefühl haben, er schläft, er ist nicht da, er schweigt. Dann darf ich dir heute Morgen zusagen vom lebendigen Gott, das ist nicht so, das ist dein Gefühl. Die Schrift sagt uns klar und deutlich, der Allmächtige schläft und schlummert nicht. Er ist da. Darauf kannst du dich verlassen. Es ist so wichtig, dass wir uns im Glauben immer auf die Schrift stellen, nicht auf unsere Gefühle. Ich darf das immer wieder erfahren und erleben, wenn Leute sagen halt, ja, Herr Latzel, ich spüre momentan nichts von Gott. Bin ich denn jetzt abgefallen? Ja, es gibt Momente, wo Gott für uns nicht so zu empfinden ist wie in den Hochzeiten oder wie wir gerade zum Glauben gekommen sind. Aber das heißt nicht, dass Gott dann nicht da ist und schon gar nicht, dass man dann abgefallen ist. Entscheidend ist immer wieder im Glauben, dass wir bezeugen, Jesus Christus ist der Herr. Dann ist alles in Ordnung. Es kommt nicht auf die Gefühle an. Dann kann uns der Widersacher manipulieren, das tut er immer wieder. Es kommt auf das an, was das Wort sagt. Und darauf dürfen wir uns verlassen, nicht auf unsere Empfindung. Ich habe gesagt, das ist ein unverschämter Vers, ein unverschämtes Wort, das die Söhne Korachs sagen, aber Gott wollte, dass das in seiner Schrift steht. Ist ja nicht so, dass irgendwelche Menschen die Bibel zusammengestellt haben und geguckt hätten, was packen wir denn rein, sondern Gott wollte, dass dieser unverschämte Vers hier drin steht. Und wenn ich dann das nochmal lese und darüber nachdenke, dass ich jetzt gesagt habe, wie unverschämt die Söhne Korach sind, und da bleibe ich bei stehen, dann fange ich so ein bisschen darüber nachzudenken, wie ist es eigentlich mit meinen Unverschämtheiten? Wie ist es denn so mit mir, mit all den Dingen, wo ich undankbar bin? Was gibt mir persönlich nicht der lebendige Gott alles? Was gibt der dir eigentlich? Und wie ist denn eigentlich dieses Verhältnis von Dankbarkeit gegenüber all den Zuwendungen? Da muss ich spreche jetzt ganz persönlich von mir, immer wieder sagen, was bin ich für ein unverschämter Mensch, dass ich so vieles einfach ganz selbstverständlich hinnehme. Und wie ist es mit meinem Hochmut? Es ist so einfach zu sagen, die Söhne Korach sind unverschämt. Ja, das sind sie mit dem, was sie hier sagen. Aber wenn ich auf mich, Olaf Latzel, gucke, wie häufig bin ich nicht hochmütig? Bilde mir etwas ein auf das, was mir gelungen ist, sei es in der Familie, sei es im Dienst, eine Schande ist das. Unverschämt, wie ich vor dem lebendigen Gott dastehe. Und wie ist es mit meiner Sündhaftigkeit, mit all dem, was ich tue, mit Gedanken, Worten, Werken? Was natürlich in der Gemeinde niemand mitkriegt, aber der lebendige Gott sieht ja meine sündigen Gedanken, das Unverschämte meines Denkens und manchmal eben auch meines Handelns. Und wenn ich ebenso auf die Söhne Korachs gezeigt habe, habe gesagt, Mensch, die sind unverschämt in dem, was sie tun, wie sie sich in ihrem Verhältnis gegenüber Gott zeigen, was sie hier verbalisieren, dann erinnert mich das ganz stark an mich. Ich bin auch so häufig so unverschämt mit meinen Gedanken, Worten und Werken. Aber dafür ist unser Gott ans Kreuz gegangen. Selbst dafür, für unsere Unverschämtheiten, hat er Verständnis. Und deshalb steht das auch hier, auch für deine Unverschämtheiten, die du immer wieder dem lebendigen Gott gegenüberbringst. Die Unverschämtheit dieses Verses. Ein zweites, die Schrecklichkeit dieses Verses. Hier heißt es, wach auf, warum schläfst du, Herr, erwache, verwirf nicht für immer. Hier geht es um ewige Verwerfung. Die Söhne Korachs wussten etwas von ewiger Verwerfung. Die Söhne Korach sind Nachfahren von eben jenem Korach, der von Gott verworfen wurde. Ich denke, ihr kennt alle diese Geschichte, die in 4. Mose 16 aufgeschrieben ist, wo da Korach und Datan und Abiram und 250 andere opponieren gegen Mose und Aaron, weil sie sagen, ihr nehmt euch zu viel raus.
Das, was ihr hier tut, dass ihr allein ins Zelt geht, dass ihr allein das Opfer bringt, das ist nicht in Ordnung, das wollen wir alle haben. Wir müssen das Volk Israel durchdemokratisieren. Der Priesterdienst muss allen offen stehen. So kommen sie. Das ist nicht recht, dass ihr da irgendwelche Heiligkeitsgesetze habt, die uns davon ausschließen. Und dann kommt es zu einem Gottesurteil, ähnlich wie auf dem Karmel. Gott sagt, dass Opfer gebracht werden sollen. Die Pfannen werden geholt. Aaron, aber eben auch Korach. Und dann soll Gott entscheiden, wer denn wirklich das Opfer bringt. Und Gott verwirft Korach. Es kommt Feuer vom Himmel und er und die 250 anderen, die mit ihm da stehen, die werden vernichtet. Und auch die, die zu ihnen gehören, ihre Zelte im Lager, da tut sich der Boden auf. Die, die da dazugehören, werden lebendig ins Reich der Toten geworfen. Korach vergeht durchs Feuer. Ewige Verwerfung. Die Söhne Korachs wussten etwas davon. Es wird ausdrücklich dann 10 Kapitel später gesagt, dass seine Söhne zum Teil davon verschont blieben. Und das ist das, was eben diese Sängergilde ausmacht, die das zum Ausdruck bringen halt, von der Verwerfung, die für immer ist. Und das soll Gott nicht tun. Wir haben einen Gott, der erwählt und der rettet, aber eben auch einen Gott, der verwirft. Und das ist schrecklich. Das ist furchtbar. Das ist ganz, ganz schlimm. Und ich weiß, dass der ein oder andere von euch und Ihnen das so nicht hören möchte, aber doch müssen wir das immer wieder sagen, weil das so notwendig ist. Ich komme gleich zum Schluss des Punktes dazu, warum das so notwendig ist. Ich möchte aber auch sagen, dass das biblisch ist, weil immer wieder Leute das in Frage stellen und sagen, das gibt es gar nicht, eine ewige Verwerfung. Am Ende der Zeiten, da wird Gott dann schon gnädig sein. Dann wird er so Begriffe wie die Hölle lieb lehren. Steht nirgends in der Bibel, aber das sind dann Dinge, die Menschen zusätzlich zur Schrift stellen. Es ist ganz eindeutig, dass es eine ewige Verwerfung gibt in der Bibel. Matthäus 25 sagt Jesus Christus, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Er verflucht und verdammt Menschen zur ewigen Verdammnis. Und da kommen immer wieder so 9-mal kluge Leute um die Ecke und sagen, ja, ewig bedeutet gar nicht ewig im Griechischen. Und machen dann so alle möglichen abstrusen Erklärungen und verwirren dann Menschen damit. Wenn ich mit solchen Leuten zu tun habe, frage ich häufig als erstes, können Sie denn Griechisch? Nö. Ah ja, aber erklären anderen, dass das ewig nicht ewig heißt. Seien Sie sich versichert, ewig, aionios, bedeutet im Griechischen ewig. Und nicht nur von dieser Wortbedeutung aus, an vielen Stellen der Bibel wird immer wieder genau diese unendliche Verdammnis betont. Markus 9 heißt, wenn dein Auge dich zum Abfall verführt, so wirf es weg. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen. Und kommt es, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Ewige Qual von innen und von außen. Oder denken wir an die Sünde gegen den Heiligen Geist, von der Jesus Christus spricht, dass sie weder in dieser noch in der zukünftigen Welt vergeben werden kann und dass sie Trennung von Gott bedeutet. Oder Johannes 3,36, da heißt es, wer dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Da steht eindeutig für das Bleiben, immerwährende. Es gibt eine ewige Verdammnis. Und es ist eine Irrlehre, wenn Leute mit einer Allversöhnungslehre kommen. Am Ende der Zeiten würde alles gut werden. Das ist eine Irrlehre. Es sind manchmal sehr gute, treue Christen, die es gut meinen, sich aber an dem Punkt lehrmäßig verführen lassen. Wenn ich das vertrete, dass es einen Gott gibt, der eben nicht auf ewig verwirft, dann werden viele Leute irgendwann, und das passiert ja auch, wir haben so viel an Lehre von dieser Allversöhnung bei uns, gerade in der evangelischen Kirche, und sagen die Leute, ja, wozu muss ich dann in die Kirche gehen? Wenn sowieso am Ende alles egal ist, dann ist auch die Frage, warum soll ich denn da Mission betreiben? Warum sollen wir denn dann rausgehen und anderen Menschen von Jesus erzählen? Warum soll denn einer zu uns kommen? Es ist ganz wichtig, dass wir das hören, auch wenn es uns nicht gefällt, weil es die Realität des Lebens ist, keine Fiktion wie irgendwelche okkulte Unterhaltungsliteratur, was weiß ich, bei Harry Potter oder bei Grimms Märchen. Das sind Märchen, das sind Erzählungen, aber hier haben wir die Wahrheit und die müssen wir wissen. Ich habe einen Freund gehabt, der hat versäumt, seinen Ölwechsel zu machen. Er ist einfach gefahren, hat getankt
aber nie einen Ölwechsel gemacht. Und auf einmal war der Motor kaputt. Einfach nicht vor Augen gehabt. Obwohl wir das doch alle wissen. Man muss regelmäßig einen Ölwechsel machen, weil ansonsten geht der Motor kaputt. Und wenn der Motor kaputt ist, wenn man keinen Ölwechsel gemacht hat, wenn zu wenig Öl oder gar kein Öl mehr drin ist, dann ist der Motor irreparabel kaputt. Und so war es auch bei ihm. Schlimmen Schaden genommen. Gut, das war jetzt nur materiell, da konnte sich ein neues Auto kaufen. Aber der Motor war erstmal kaputt. Für uns, wenn wir das nicht wissen, dass es eine ewige Verdammnis ist, wenn wir dem nicht nachgehen, da gibt es nicht irgendwie neues Leben, zweite Chance, Reset. Nein, dann ist es vorbei für Zeit und Ewigkeit. Lukas 16, der Mann, der in der Hölle landet, der reiche Mann, der hat gehört dann von Abraham, es gibt keine Möglichkeit, da mehr rauszukommen. Und da sagt er nur eins, dann lass mich bitte zu meinen Brüdern hingehen, damit ich ihnen das eben verkündige, damit sie das wissen. Wenn einer von den Toten kommt, dann werden sie es wissen. Und dann heißt es, nein, sie haben die Propheten, sie haben die Schrift und das muss genügen. Und es ist auch wichtig, dass wir das wissen für die Menschen, für die wir Verantwortung haben. Das eine ist ja, dass wir uns freuen dürfen, wenn wir erwählt sind von Jesus Christus, wenn wir gläubig sind, dazugehören dürfen, den Heiligen Geist haben. Halleluja, dass wir gerettet sind. Aber dass wir uns auch missionarisch in Bewegung setzen, dass wir für unsere Kinder, für unsere Patenkinder beten, dass wir unserem Nachbarn weitererzählen von Jesus Christus. Für die geht es um Leben und Tod. Und zwar um ewiges Leben und ewigen Tod. Und das wird in aller Klarheit hier auch nochmal gesagt. Deshalb ist es auch ein schrecklicher Vers. Es ist aber auch ein drittes, es ist ein schöner Vers, eine Schönheit, die dieser Vers hat. Und zwar keine irgendwie phonetische oder ästhetische Schönheit, keine philologische Schönheit, er hat eine geistliche Schönheit. Er hat eine geistliche Schönheit, weil er ganz lebendigen Glauben zeigt. Ja, er ist auch unverschämt. Ja, er ist auch schrecklich. Aber er ist auch schön. Schön deshalb, und das muss ich erklären, weil wenn man den ganzen Psalm liest, dann merkt man, welches Elend die Söhne Korachs haben. Ich möchte einfach nochmal so 3-4 Verse vorlesen. Halt. Da heißt es ab Vers 11, du lässt uns fliehen vor unserem Feind, dass uns berauben, die uns hassen. Du gibst uns dahin wie Schlachtschafe und zerstreust uns unter die Heiden. Du verkaufst dein Volk um ein Nichts und hast ihr Kaufgeld nichts gewonnen. Du machst uns zur Schmach bei unseren Nachbarn, zu Spott und Ton bei denen, die um uns her sind. Du machst uns zum Sprichwort unter den Heiden, lässt die Völker das Haupt über uns schütteln. Täglich ist meine Schmach dir vor Augen. Also der Psalmdichter, die Söhne Korachs, die sind in tiefem Elend. Die machen Schweres durch, aber sie bleiben an Gott dran. Sie bleiben dran. Und sprechen mit dem Lebendigen. Die haben eine lebendige Beziehung, eine ganz lebendige Beziehung. So lebendig, dass sie sogar unverschämt vor den lebendigen Gott treten. Die wissen, da ist ein Gegenüber. Da ist kein toter Götze, sondern sie wissen, da ist der lebendige Gott. Und mit dem setzen sie sich kritisch auseinander. Mit dem reden die. Und das ist die Schönheit dieses Verses. Denn auch das gehört zum lebendigen Glauben mit dazu. Wir alle kommen früher oder später auch in Phasen hinein in unserem Leben und waren sicherlich der ein oder andere auch schon drin, wo wir Schweres erleben müssen. Und das ist wunderbar, einen Gott zu haben, der einen hilft, der einen trägt, aber bei dem wir auch unser Herz ausschütten können, ja, bei dem wir auch klagen können. Dieser Psalm ist von der Gattung her sogenannter Klagepsalm des Volkes. Das heißt, Gott hält das aus, wenn wir mit unseren Fragen, auch mit unserer Kritik zu ihm kommen. Dass wir mit ihm sprechen, so wie ein Kind zu seinem Vater kommt, zu seiner Mutter und dann das Herz ausschüttet. Und weil zu verzweifelt ist, vielleicht dann auch ausruft, auch wenn es nicht gerechtfertigt ist. Ja und Mama, Papa, warum hilfst du mir nicht denn mehr? Dann ist das zwar traurig für die Situation, in dem da Vater und Kind stehen oder Mutter und Kind. Aber es zeigt, wie lebendig, wie echt die Beziehung ist. Wie wäre das, wenn das Kind in einer schwierigen Situation ist und nicht zum Vater, zur Mutter kommt und das Herz dort ausschüttet? Und das ist diese geistliche Schönheit, dass man hier sagen kann, geistlich ist hier alles in Ordnung, auch wenn das Irdische, was sie durchmachen, furchtbar sein mögen. Die sind am lebendigen Gott, ähnlich wie in dem Asaf Psalm 73, den Sie vielleicht kennen, wo da 22 Verse erzählt werden, wie furchtbar alles ist, was Asaf durchmacht. Und am Ende sagt er dann, dennoch bleibe ich stets an dir. Das macht lebendigen Glauben aus. Und dazu möchte ich euch auch Mut machen, dass ihr immer wieder so auch zu Gott, dass ihr immer wieder so auch zu Jesus kommt.
Also es ist wichtig, dass wir in unseren Gebeten Gott loben, dass wir ihm danken, dass wir die Sünden bekennen, dass wir unsere Bitten vor ihn bringen. Das sind alles Arten des Gebetes, Gattungen des Gebetes, und das ist wichtig, das sollen wir tun. Aber wir dürfen und sollen auch, wenn es uns schlecht geht, mit unseren Klagen kommen. Deshalb stehen die Klagepsalmen in der Bibel. Deshalb gibt es ein ganzes Buch in der Bibel, die Klagelieder. Und wenn man die Männer und Frauen der Bibel sieht, dann ist das manchmal erschreckend, bis hin, ich sage das eben unverschämt, wie die mit Gott reden, aber das ist Kennzeichen einer lebendigen Beziehung. Und wir haben manchmal so ein Stück weit ja so ein etwas Zurückhaltendes in unserem Glauben, in unserer Frömmigkeit, dass wir sagen, ja, Lob und Dank, selbstverständlich, aber das, was wir nicht verstehen, das, was uns nicht gefällt, das thematisieren wir nicht. Aber damit beschneiden wir ein Stück weit unsere Beziehung zum lebendigen Gott. Das hält er aus. So ist der wahre Mensch, Jesus Christus, am Kreuz gestorben. Nicht mit einem Loblied singend, sondern mit dem Klagepsalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lebendige Beziehung, in Auseinandersetzung mit hineinzutreten. Und nochmal, lobt Gott und dankt Gott und vergesst das ja nicht. Aber wenn es euch schlecht geht, dann sprecht nicht andere Dinge aus, als die in eurem Herzen sind. Dann dürft ihr auch die Klage verbalisieren und ihr werdet auch merken, wie euch das hilft und wie auch eure Gottesbeziehung dadurch größer und weiter wird. Und das ist die Schönheit, die geistliche Schönheit, wenn das Menschen im tiefen Leid können, nicht loslassen, sondern das Recht in eine vertiefte Kommunikation mit dem lebendigen Gott eintreten. Und dazu lädt uns auch dieser wunderbare, schöne Vers ein. Und ein viertes und letztes, die Reziprozität dieses Verses. Reziprozität heißt in einem umgekehrten Zusammenhang stehend. Also ich sage jetzt mal so ein ganz banales Beispiel. Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Das ist eben Reziprozität halt. Hier, wenn man diesen Vers liest, sprechen die Söhne Korachs, sprechen die Geschöpfe zum Schöpfer: Wach auf, was schläfst du, erwache. Und wenn man sich da reindenkt, da sagt man, eigentlich müsste es umgekehrt sein. Nicht wir als Geschöpfe zum Schöpfer, sondern er zu uns. Wach auf. Übrigens, Reziprozität ist immer wieder etwas, was in der Bibel vorkommt. Also wenn Sie heute Lehrtext gelesen haben, Philipper 2 vom Philipperhymnus, da heißt es ja, dass Christus sich selber entäußert hat und Knechtsgestalt angenommen hat. Dieser wunderbare Wechsel, dass der Sohn Gottes Mensch wurde, damit die Menschen Kinder Gottes werden können. Das ist genauso eine Reziprozität, dass er das umgewechselt hat. Ein umgekehrtes Verhältnis. Oder im Timotheusbrief heißt es, sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Und so eben auch hier in diesem Vers zu sagen, eigentlich nicht der Geschöpf zum Schöpfer, eigentlich muss der Schöpfer uns anrufen, wach auf, erwache. Das möchte ich im vierten und letzten Punkt machen, ich möchte euch das zurufen, dass ich einmal umkehre. Wach auf! Und zwar bezogen auf das Hier und Jetzt. Gott sagt dir, ich bin da. Wach auf, ich bin da, dein Helfer, dein Retter, dein Erlöser. Er ist da, der Gott, der nicht schläft, ist hier. Wach auf, mach mal die Augen auf. Ich weiß nicht, was momentan dein Gebetsanliegen ist und wo du vielleicht ein Stück weit verzweifelt bist, wo du denkst, wie eben hier die Söhne Korachs halt, er schläft. Nein, er schläft nicht. Wach du mal auf. Er ist da. Das darfst du wissen für dein Problem, deine Schwierigkeit, deine Situation, in der du bist. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Es gibt einen Helfer, gerade angesichts all der großen Probleme, in die wir nicht individuell, sondern gesamtgesellschaftlich hineinschlittern. Und das sind gewaltige Probleme mit unserem Geld, mit der Inflation, mit dem, was im Winter kommen wird, wie warm oder kalt es werden wird, mit der Kriegsgefahr, mit dem, was Covid noch bringen wird. Und. Weltlich kommen momentan nicht die ganz großen, wunderbaren Botschaften, sondern da ist vieles, vieles, vieles düster, was sich da zeigt. Aber da sagt Gott uns, wach auf, ich bin da. Den größten Fehler, den wir machen können, ist, wenn wir uns in das weltlich-irdische verlieren und glauben, mit all den weltlichen Dingen dann irgendwas retten zu können. Das haben die Könige Israels getan, die dann angesichts der Gefahren durch die Babylonier, Assyrer immer geguckt haben, wie können wir denn Politik betreiben, was können wir hier und da machen, da die Stadtmauer verbessern, da mit den Ägyptern irgendwelche Verträge schließen halt. Und Gott muss immer wieder durch die Propheten rufen lassen, wacht auf. Jesaja 52 heißt es auf, wach auf, Zion, zieh an deine Stärke. Ja, in dieser Welt gibt es massive Probleme, aber es gibt auch einen allmächtigen Gott. Und
da sagt er uns hier und heute, persönlich für unsere eigenen Probleme, aber auch für das, was wir gesamtgesellschaftlich haben. Wacht auf, hier gibt es eine Lösung, nämlich den lebendigen Gott, hab Vertrauen zu ihm. Aber er sagt es uns nicht nur für das Hier und Jetzt, er sagt es uns auch für das, was kommt. Wach auf, ich komme wieder. Die Bibel ist ja voll von Bibelstellen, die uns immer wieder darauf hinweisen, dass wir einen wiederkommenden Herrn haben. Aber manchmal packen wir das nur so allein in den Advent hinein, nicht, dass wir sagen, ja, er ist gekommen und er wird noch kommen. Aber die Bibel sagt an so vielen Stellen, er wird wiederkommen. Und das wissen wir als theologische Wahrheit. Wir beten es ja auch im Glaubensbekenntnis, wir werden auch gleich die zweite Bitte des Vaterunsers haben halt. Dein Reich komme. Bitten um das Kommen. Aber es ist häufig überhaupt nicht präsent. Da sind wir so eingeschlafen, so in der Eschatologie, in der Frage dessen, was kommen wird, in der Lehre von den letzten Dingen. Und da sagt uns Gott auch hier, wach auf, ich komme ganz schnell wieder. Ich komme wie ein Dieb in der Nacht, das kann schon heute Abend sein. Und euch, die hier sitzt und die ihr gläubig seid und ihr zugeschaltet seid, dem muss ich nicht sagen, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Aber sind wir da wirklich wach an diesem Punkt? Oder sind wir da so eingeschlafen wie die Jünger in Gethsemane? Wach auf! Wir sollen dafür beten, dass Jesus wiederkommt. Wir sollen das vor Augen haben, dass wir auf ein Ende zugehen. Und vielleicht sind wir jetzt auch schon in der Endzeit drin. Ich werde immer wieder angesprochen von Leuten, die sagen, ja, jetzt ist es, ja, ich vermag das nicht zu sagen, aber es kann durchaus sein. Und ich will hellwach sein angesichts dessen, dass der Heiland Jesus Christus wiederkommt. Und möchte euch das auch nochmal zurufen, nicht nur für das Hier und Jetzt, dass ihr wisst, wo Hilfe ist und Schutz, sondern auch, dass er ganz, 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 ganz bald wiederkommen kann. Dass heute Abend oder nächsten Sonntag der Heiland wiederkommt, lasst uns das auf der Rechnung haben. Da wollen wir aufwachen oder wollen wir uns von Gott zurufen lassen. Wach auf! Warum bist du da eingeschlafen, Pastor Latzel halt? Erwache, dass du das vor Augen hast, nicht nur als theoretische Wahrheit, sondern eben auch etwas, was ganz praktisch dein Leben prägt, dass ich wiederkomme. Ein hakender Psalmvers. Die Unverschämtheit des Verses, die Schrecklichkeit des Verses, die Schönheit des Verses und die Reziprozität des Verses. Und was für das Bibellesen gilt, das gilt auch für das Predigthören. Auch da darf man den Anker auswerfen. Und nicht alles, was jetzt in dieser Predigt gesagt wurde, hat sicherlich etwas mit deinem Glauben momentan zu tun, dass du sagst, das bedeutet mir etwas. Aber vielleicht ist bei der einen oder anderen Stelle bei dir der Anker eingehakt. Da hast du gemerkt, hier bin ich gemeint. Und wenn das passiert ist, dann beschäftige ich intensiver mit dem, wo Gott dich in dieser Predigt hat einhaken lassen. Und so möchte ich noch einmal dieses Psalmwort zurufen. Wach auf! Warum schläfst du, Herr? Erwache, verwirf nicht für immer. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Werde Internetmissionar. Hilf das Video zu verbreiten und gib ein Like.